Empfänger unbekannt von Cressman Taylor. Im Theater am Rand zur Brücke. Mr. Max Eisenstein, Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, Kalifornien, USA. 1992 ist er gestorben. Die Kinder haben den Nachlass übernommen und sind dabei auf den Briefwechsel gestoßen. Max, mein teurer alter Gefährte, mein lieber Martin, mit herzlichsten Grüßen, dein Martin. Ich habe noch nie ein Stück Literatur so atemlos, mit so einer inneren Totenstille gelesen wie Empfänger unbekannt. Es ist ein kleines Stück Literatur, aber hat mich wie selten etwas beeindruckt, erschüttert, verstört. Kein Liebespaar hat je so leidenschaftlich in sich hineingeatmet. Was für schöne Höhepunkte für zwei 40-jährige Männer. Ist das der Zweck unseres Lebens? Er lebte dann mit der Puppe länger zusammen als mit Alma. Rentless Gallery, Morgenstern. Die Geschichte wird auf ein neues, weißes Blatt geschrieben. Ein Land mit einer tief verwurzelten Kultur, in dem der Geist einer wunderbaren politischen Freiheit aufzublühen beginnt. Richtig aktuell. Mhm. So geht unser Leben weiter, mein Freund. Vielleicht nehmen wir an großen Ereignissen teil. Vielleicht bleiben wir aber auch innerhalb unseres kleinen Familienkreises. Überall haben die Menschen eine Art Beschleunigung erfahren. Man spürt es auf den Straßen, in den Geschäften. Sie haben die alte Verzweiflung abgestreift wie einen zerschlissenen Mantel. Wir müssen uns auch bewegen. Wir müssen mit ihr gehen. Auch jetzt geschieht noch Unrecht. Die SA-Trupps feiern im Augenblick Siege. Blutig geschlagene Gesichter und gebrochene Menschen legen davon ein trauriges Zeugnis ab. Aber diese Dinge gehen vorüber. Erst später, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass ich diesen Text nicht historisch einordnen würde für mich, sondern dass er in der Auseinandersetzung aus musikalischer Sicht heraus eigentlich offener und größer und heutiger sein muss. Er hat mit heute zu tun und mit dem, was uns erwartet. Ich habe deinen Brief erhalten. Die Antwort lautet nein. Alles, was Sie jetzt wissen, ist, Sie werden nicht sterben. Sie befinden sich in einem hysterischen Befreiungsrausch. Sie beten ihn beinahe an, diesen Mann. Ach ja, Max, ich weiß, es wird dir wehtun. Aber du musst der Wahrheit ins Auge schauen. Ich bin mir sicher, die Dinge können nicht so schlimm sein, wie sie dargestellt werden. Martin, mein alter Freund, ich übergebe diesen Brief den treuen Händen Jimmy Lederers, der auf seiner Europareise in Kürze in München Station machen wird. Herr Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Deine neue Adresse hat mich mächtig beeindruckt und ich hoffe sehr, dass die Überfahrt für Elsa und die Sprösslinge angenehm und unbeschwerlich verlief. Während er stumm an der Leinwand steht, läuft ein halbes Dutzend nackter Frauen umher, wartet, bis er sie ruft mit einem kurzen Wink. Aber ich frage mich, ob er richtig im Kopf ist. Erst malt er sie, er trägt nichts unter seinem Malerkittel. Aus gutem Grund. Wir beschäftigen jetzt 10 Angestellte für dasselbe Gehalt, das wir unseren beiden Leuten in San Francisco bezahlt haben. Ich weiß, du wirst mir in aller Aufrichtigkeit antworten. Du bist ein Liberaler, Martin. Du hast immer mit Weitblick gedacht. Du und ich, wir haben das Glück, dass die Galerie so beständig läuft. Nur du hattest diesen feinsinnigen Zugang zu einem Kunstwerk, der sie entwaffnet hat. Schreibe mir, mein Freund, und gib mir meinen Seelenfrieden zurück. Diese Worte klingen so gar nicht nach dir. Diese Worte klangen so gar nicht nach dir. Ungeduldig warte ich auf dieses eine Wort, das meiner Seele ihren Frieden zurückgeben wird. Wir versuchen, aus Wörtern und Musik etwas Drittes herzustellen. Und dieses Dritte ist dann die Inszenierung hier im Theater am Rand. Empfänger unbekannt.